Hallo, hallo, hallo. Hier ist Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 2. April. Am 2. April, nicht hier April, das war gestern. Ne? Das war gestern? Ja. War gestern. Am 2. April hat, eigentlich ist es auch ein April-Scherz, ne? Jürgen Dreef, Geburtstag. Der König von Mallorca. Kannst du mit dem was anfangen? Nein. Nee. Wobei halt ein Bett im Kornfeld ist ein Klassiker. Ein Korn im Feldbett. Oh Gott. Was denn? Ja, aber das ist wirklich ein Klassiker, Bett im Kornfeld. Aber ja. Ansonsten. Aber das ist ja auch geklaut. Ich kann. Das ist ja nur der Text draufgelegt. Kann da ja nicht. Der hat ja die Musik hat er ja gar nicht gemacht. Siehst du mal, ja. Ja, das ist ja irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht, wie das heißt, das Lied eigentlich in Wirklichkeit. Auf jeden Fall, könnt ihr recherchieren, ist auf jeden Fall nur ein Cover. Ja. Das nach Let Your Love Flow von den Bellamy Brothers. Ah, siehst du? Ja. Ja, siehst du. Ja. Genau. Ein Korn im Feldbett. Einfach. Und was am 2. April noch passiert? Der US-Dollar. Der ist da passiert. 1792 wurde der US-Dollar in den USA als offizielle einheitliche Währung eingeführt. 1792, am 2. April. Genau. 1792. Das, seitdem ist der US-Dollar die einheitliche offizielle Währung der USA. Okay. Und am 2. April 1946 wurde die Tageszeitung Die Welt ersten Mal herausgebracht. Also die wurde da, ist da erschienen. Mhm. Die Welt ist ja heute sozusagen im Prinzip sowas wie die Bild-Zeitung, nur halt irgendwie auf ein bisschen seriös getrimmt. Ja, seriös, Boulevard auf seriös gemacht. Ja, also im Prinzip ist es der gleiche Inhalt wie die Bild-Zeitung. Ja, also umgeschrieben. Ja. Also, dass man die Berichte der Woche so von Bild nimmt und einfach ein bisschen netter schreibt. Kannst du komplett in die Tonne kloppen, die Welt. Ja. Ist egal. Weil, eigene Meinung. Wer Spaß dran hat. Ja, wer Spaß dran hat, kann sie lesen. Wer keinen Spaß dran hat, gibt bitte kein Geld aus dafür. Genau. Ja. Ich sage jetzt hier Cheerio, Miss Sophie. 2. April war das. Und morgen sehen wir uns wieder. Bis denne. Tschö.